Wollen wir es wagen, Leute? Sollen wir es wagen? Ich hoffe nicht, dass die Mod jetzt wieder crasht. Es kann sein, dass die Mod jetzt wieder crasht. Komm, ich probiere es einfach mal aus. Komm, Deox, ich nehme. Bevor es losgeht, heute um 18.15 Uhr wird mal wieder ein Livestream stattfinden, deswegen schaut später auf jeden Fall vorbei und lasst mal ein Like da, wenn ihr richtig Bock habt, würde mich mal interessieren. So Leute, wir sind jetzt unterwegs als King Kong, wir haben mal wieder wunderschöne Fähigkeiten am Start, die müssen natürlich versuchen mich zu töten und ja, ich würde sagen, wir transformieren uns erstmal, bam, oh mein Gott, sieht diese Animation cool aus. Wir haben drei Fähigkeiten, einmal die Banane und wenn wir die Banane platzieren, dann seht ihr schon, oh mein Gott, Jolek macht nämlich eine Aufgabe, um den Anzug zu bekommen. Ich dachte, der rennt da durch. Oh, okay, der rennt aber dadurch. Denn ihr seht, Faro rutscht einfach jetzt auf der Banane aus. Super, super lustig. Und ich werde jetzt hier ein paar Bananen auf jeden Fall platzieren. Wen nehme ich jetzt hier mit, ist die Frage. Wen nehme ich hier mit? Ich glaube, ich nehme Faro mit, denn ich kann auch Spieler aufheben. Oh mein Gott, ihr seht, ich trage jetzt einfach einen Spieler. Und ich kann ihn dann theoretisch auch nach einer Zeit wegwerfen. Und ja, wenn ich ihn quasi wegwerfe, dann stirbt er auch. Also super verrückt. Ich kann in der Zwischenzeit hier immer noch wunderschöne Bananen legen. Nein, kann ich nicht. Oh, wahrscheinlich wird Faro davon sofort getroffen. Okay. Aber wie gesagt, wenn ich ihn jetzt gleich wegschmeiße, kann ich auch noch die Barrel benutzen. Denn mit der Barrel rolle ich einfach so eine Barriere. Ihr seht es, bumm. So eine Barriere wird gerollt und kann so auch nochmal den einen oder anderen Spieler töten. So, ich schmeiße ihn erstmal weg. Bam. Hä? Mein Kill ist selber. Einfach mal komplett weggeschmissen. Digga, ich hab Faro weggeschmissen und hab mich selbst gekillt. Gönn, gönn. Leute, alle Hashtag gönn in die Kommentare, da wäre ich jetzt King Kong. Hundertprozentig. Ey, Leute, hab ich geschrieben? Geil! Okay, in dem Sinne würde ich sagen, wir sind jetzt als King Kong unterwegs. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade selbst gekillt habe. Irgendwie hat das ein bisschen rumgebuggt. Also, bitte, Bimo, sag, du kannst dich bewegen. Bitte, Bimo, sag, du kannst dich bewegen. Ihr seid schon in-game? Ja. Ja, jetzt erst. Kannst du dich bewegen, jetzt, Bimo? Ja, jetzt kann ich. Warte. Ey, Bimo, wo ist deine Küche? Bitte beweg dich, ja. Bitte. Ja, also, ich habe ja schon gerade grob die Fähigkeiten gezeigt. Ich versuche jetzt mal, hoffe ich einfach mal, dass die Mod nicht so herumbuggt. Also, wie gesagt, eigentlich können wir Spieler aufheben und die dann töten, aber irgendwie buggt das hier einfach alles herum. Fragt mich nicht, warum. Ich benutze jetzt einfach mal zu Anfang sofort die Barrier, damit ihr mal seht, was ich meine. Und okay. Wird auch nicht davon getroffen. Leute, diese Mod ist einfach nur lost. Also ich kann es nicht anders sagen, diese Mod ist definitiv einfach nur lost. Ich weiß gar nicht, kann ich ihn überhaupt töten mit? Ich will gar nicht wagen, noch ein zweites Mal Faro hochzuheben, weil ich die Vermutung habe, dass wenn ich ihn noch ein zweites Mal hochhebe, dass ich dann wieder getötet werde. Warum auch immer. Komm, ich muss, glaube ich, Deox hochheben. Komm. Sollen wir es wagen, Leute? Sollen wir es wagen? Ich hoffe nicht, dass die Mod jetzt wieder crasht. Es kann sein, dass die Mod jetzt wieder crasht. Komm, ich probiere es einfach mal aus. Komm, Deox, ich nehme ihn mit. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Okay, Leute. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Ich drück mal auf Kill und bitte nicht, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich beobachte das Spektakel erstmal noch. Hä? Was jetzt? Leute, Deox rennt einfach gegen die Wand. Okay, diese Mod, die buggt einfach so herum. Warum ist denn jetzt. Weiß? Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich kann es mir meinem besten Willen nicht erklären, was hier passiert. Anja ist hier auch noch. Okay. Ich drück mal auf Throw, dass ich werfe, traue ich mich nicht zu drücken, weil das ja gerade schon gecrashed ist. Ich drück mal auf Kill, bitte nicht. Oh, es hat geklappt. Immerhin. Immerhin hat es geklappt. Okay. Ich habe jetzt Weiß getötet? Warum habe ich einen Weiß getötet? Ich habe doch gar nicht Weiß angepackt. Ich habe doch Deox mitgenommen und Deox hatte die Farbe Grün. Lol. Okay, diese Mod buggt einfach nur rum, Leute. Diese Mod buggt einfach nur rum. Ich kann es mir nicht erklären. Ich werde gleich mal nochmal zum Ende versuchen auf, oh, da haben die schon. Deox ist einfach immer noch hier am herumsliden. Wie verrückt ist das denn? Ich glaube, Ayolik hat auch schon mittlerweile die Nuke. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich gleich von der Nuke bombardiert werde. Okay. Ich würde mal sagen, ich nehme einfach mal Ayolik jetzt mit. Einfach, um zu sehen, was passiert. Nehme ich ihn jetzt? Hä, jetzt habe ich ihn weggeworfen. Ach, ich habe ihn jetzt weggeworfen. Lol, Deox läuft jetzt wieder? Hä, jetzt kann Deox wieder laufen? Hä, was ist passiert? Was ist passiert? Leute, okay. Ich dachte nämlich, ich kann Ayolik mitnehmen, aber da ich noch irgendeinen Spieler in der Hand hatte, hat das doch nicht funktioniert. Ich wurde jetzt aber auch schon abgeschossen, wie ihr gesehen habt. Leute, diese Mod buggt einfach so krass herum, ne? Die buggt einfach so krass herum. Kann ich ihn denn mit der Barrel töten? Das will ich jetzt sehen. Kann ich ihn mit der Barrel töten? So, ich platziere mal kurz die Banane hier. Und jetzt wäre. Ich roll einfach mal die Barrel. Ich roll jetzt die Barrel. Komm. Oh, 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 oh. Ich mach nur eine zweite Banane hier hin. Und ich nehme ihn jetzt mit. Komm. Ey, Oleg, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Hä? Wen habe ich denn jetzt gegrabt? Was? Von wo kommt die Person denn? Ich habe auf einmal Pharos?
Warum hab ich denn jetzt Pharus? Der war doch gar nicht in der Nähe. Also Leute, ich hab keine Ahnung. Ey, Jolle kann sich jetzt auch anscheinend nicht mehr bewegen. Diese Mod buggt so herum. Leute, sowas hatten wir noch nie. So, und wenn ich jetzt ihn wegschmeiße, was passiert dann? Wenn ich ihn wegschmeiße? Okay, dann passiert gar nichts. Und wenn ich jetzt die Barrel... Doch, jetzt kann sich Ionic wieder bewegen. Und wenn ich die Barrel jetzt spiele... Okay, die Barrel funktioniert, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die Barrel funktioniert einfach gar nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das Einzige, was bei dieser Mod funktioniert, sind tatsächlich die Bananen. Der Rest funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, Leute. Okay, und was passiert, wenn ich jetzt Pickup drücke? Wird er jetzt mit... Hä? Und jetzt habe ich wieder grün? Warum habe ich denn jetzt wieder grün in der Hand? Hä? Okay, Leute. Also ich kann mir nicht erklären, was hier genau abgeht. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Ich glaube aber, Dyox ist noch der einzige Spieler, der aktuell lebt. Kann ich mir zumindest vorstellen. Nee, Anja lebt auch noch. Okay, die Barrel, ich glaube, die ist wirklich nutzlos. So, ich mach mal ganz kurz hier zu. Und was passiert, wenn ich jetzt auf Throw drücke? So, jetzt habe ich ihn weggeschmissen. Aber ich... Nee. Also da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir wirklich die Worte, Leute. Was, wenn ich jetzt Anja töte? Okay. Wie verbuggt war denn diese Mod? Alter. Ich weiß nicht, was hier abging. Ich heb eine Person auf. Auf einmal habe ich eine andere Person in der Hand. Ich töte eine Person. Auf einmal töte ich eine andere Person. Also was war das denn jetzt? Nee, es ist immer so, du nimmst immer irgendjemand und es blockiert aber irgendjemand anders. Also ich konnte nicht laufen, während du Pharus hattest. Und Diox konnte nicht laufen, während du irgendjemand anders Bimo hattest. Und danach in Admin hast du einfach meinen Geist in Hand gehabt. Also. Eine Ewigkeit später. Wir sind jetzt unterwegs in der Crewmate-Runde mit King Kong. Jetzt gleich zeigt sich erstmal bei denen, wer jetzt überhaupt King Kong ist, weil das Spiel noch bei denen lädt. Hashtag HolzPC, alle in die Kommentare, Leute. Alle. Oh, ja, Anja, okay, beste. Anja. Oh, lol. Okay, also Leute, wir sind schon in der Runde drin. Jetzt in der Crewmate-Runde. Hoffentlich fliegt Anja nicht wieder raus. Aber Fakt ist, Pharo, du bist ja ausgewählt. Du bestehst... Lol, wo bist du denn jetzt denn, Pharo? Ah, lol, hä? Nein, ich bin. Ach so, Bimo, du bist? Ich mute mich mal. Okay, kannst du dich bewegen? Kannst dich bewegen. Okay, er kann sich anscheinend bewegen, alles klar. Aber Leute, wie gesagt, wir sind jetzt hier in der Crewmate-Runde unterwegs und wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir irgendwie den Anzug bekommen, damit wir auch King Kong bekämpfen können. Ist ja ganz wichtig hier, weil ohne Fleiß kein King Kong... Lol, nein, bitte nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Okay, also King Kong hat mich verschont. Ich habe den Anzug jetzt auch bekommen. Oh mein Gott, okay, der Anzug, der sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Er hat mich! In Storage. Rip. Oh, lol. Einmal hat er den richtigen genommen. Also, ich bin nicht rausgekickt von euch, sondern von King Kong. Oh, lol, da ist die Banane. Oh, mein Gott, Leute, ihr seht, wenn ich in so eine Banane reintrete, ich slide hier durch die Gegend. Selbst wenn ich meine Hand von der Tastatur wegnehme, ich slide durch die Gegend. Und wir müssen natürlich jetzt erstmal... Ey, die Banane noch? Hat er so viele gelegt? Oder? Yo, stimmt. Er hat dreimal geworfen, ich bin dreimal reingelaufen. Ja, das ist krasser als Donkey Kong, ne? Oh, lol. Nein. Lol, ich sehe aber. Ich hab's gerade gesehen. Auf jeden Fall. Er kommt. Bananen. Nein. Oh, lol. Ich hab ihn weggeschmissen. Er hat dich aber weggeschmissen, ne? Ich hab's gesehen. Okay. Oh, er hat also, extra gewartet, um ihn wegzuschmeißen. Einfach, um's zu zeigen von meiner Nase, wie er Pharo wegschmeißt. Nein, noch eine Banane. Oh. Okay. Ich hole mir jetzt erstmal hier bei Admin. Also, ich mache die Aufgabe fertig. Und dann sollte ich auch eigentlich die Nuke haben, um King Kong abzuballern. Jo. Habt ihr schon die Nuke? Eine Minute warten. Ja, genau. Ich hab jetzt extra... Ja. Lol, no way. Er hat das sabotiert. Hä? Er hat sich einfach wieder wegtransformiert. Was? Er hat sich einfach wieder enttransformiert. Er war einfach gerade wieder Bimo. Hat er dich? In der Hand oder was? Ja, Cafeteria, ja. Oh Gott. Ja, gut. Dann haben wir wohl wahrscheinlich gleich einen weniger. Ich hab die Nuke. Ich hab ihn genukt einmal. Ich hab schon wieder den Nuke. Schieß ruhig drauf. Er hat noch ein Leben oder zwei Leben. Ja, warte, ich guck mal ganz kurz. Ich hab jetzt auch einen Nuke. Lasst mich mal bitte den letzten Nuke-Move machen, okay? Also ich hab jetzt noch 56 Sekunden Cooldown, aber danach will ich den Nuke zünden. Wenn du da noch lebst, machen wir das. Er ist gerade vor Admin, er trägt mich noch ein bisschen rum. Also ich lebe noch. Ui, ich seh's gerade. Lol! Er hat dich aber wieder weggeschmissen, okay. Das war's mit ihm, okay. Lol! Oh Gott, ich bin jetzt in der doppelten Banane drin. Krass, kann man auch mal machen. Gut, also Leute, ich würde sagen, wir zünden jetzt mal jeden Moment die Nuke. 8 Sekunden sind es noch und wenn es dann da sein letztes Leben sein sollte, weil King Kong hat für insgesamt 5 Leben, dann sollte er tot sein. Und gucken wir mal nach, wo ist er überhaupt?
Ja, wo ist er überhaupt? Das war sein letztes Leben. Das war sein letztes Leben. In dem Sinne, Like und Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Checkt die Leute in der Beschreibung ab und ciao.